Herzlich willkommen zurück. Formel 1 2021. Wir sind in der dritten Saison mit Mercedes. Großer Preis von China. Ein Regenrennen steht uns voraussichtlich bevor. Wir gehen rein in diesen großen Preis. Viel Spaß bei der Vorberichterstattung wieder mal. Und ja, ich bin sehr gespannt auf dieses Rennen. Bis gleich. Der große Preis von China steht bevor. Bei diesem Rennen holte sich Michael Schumacher 2006 seinen letzten Formel-1-Sieg und Red Bull mit Sebastian Vettel seinen ersten, das war 2009. Es wird mit Sicherheit noch mehr dramatische Momente hier in Shanghai geben. Die immer enger werdende Schneckenkurve ist vor allen Dingen bei rutschigen Bedingungen äußerst tückisch und wer hier nicht die Ideallinie erwischt, verliert extrem viel Zeit. Die Kurve 14 sollte die beste Möglichkeit für Überholmanöver sein. Allerdings müssen wir immer noch auf bessere Wetterbedingungen warten, bevor die Fahrer dann auch vom DRS profitieren können. Und wie immer sitzt heute Stefan Römer neben mir in der Kommentatorenkabine. Erklär doch mal ganz kurz, was genau die Fahrer tun werden, um das Gerangel bei Kurve 1 zu überstehen. Es gibt drei Dinge, die man besonders beachten muss, Heiko. Positionierung, Aufmerksamkeit und Disziplin. Erstmal muss man einen guten Platz für das Auto finden, wo man auch genug Luft hat, um auf die anderen zu reagieren. Dann muss man noch die Spiegel im Auge behalten und auf die Geräusche um einen herum achten, damit man weiß, wo die anderen alle sind. Und zu guter Letzt darf man nicht zu gierig sein. Nur weil man eine Lücke sieht, muss man nicht unbedingt reinfahren. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Schwarzmann, Carlos Sainz und Norris, Ricardo, Vettel, der Falke und Pierre Gasly, Ocon, Tsunoda, Jack Aitken, und Hamilton, Russell, Zhou, Lance Stroll und Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Wir haben ein paar Punkte gesammelt. Bleib dran und arbeite auf eine weitere Platzierung unter den besten 10 hin. Machen wir, Jeff. Ich würde sagen, wir nehmen sogar mal ein bisschen zu wenig Sprit mit. In der Regel ist das im Regen kein Problem. Daher nehmen wir mal 0,5 Runden zu wenig mit. Hoffe, das lohnt sich. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Und dann gehen wir rein. Großer Preis von China. Wir machen eine Null-Stopp-Strategie. Kein Boxenstopp. Wir fahren durch auf Intermediates. Voraussichtlich. Außer es wird nochmal komplett trocken. Schauen wir mal. Let's go. Viel Spaß beim Rennen. Ich hab Bock. Möglichst wenig Rückblenden sind natürlich auch heute wieder das Ziel. Los geht's. Vom 9. Platz aus starten wir. Und ich bin echt mal gespannt, das wollte ich noch loswerden gerade, wie lange sich Lewis Hamilton das wohl noch antun wird. Ich meine, er ist Weltmeister geworden und alles. Oh, wir haben ein bisschen früh gebremst. Das war gar nicht mal so gut. Aber ich wollte verhindern, dass wir wieder irgendwem hinten reinfahren. So, ich versuche jetzt mal hier ein bisschen nach vorn zu kommen in der Kurve. Klappt nicht so wirklich. Berührung mit McLaren. Ich denke, am Auto sollte kein Schaden entstanden sein. Aber das hat uns ordentlich Schwung weggenommen. Und wir verlieren dadurch Plätze. Boah, Alter. Wieder eine Berührung mit McLaren. Ich glaube, das war auch zweimal Danny Ricciardo, mit dem wir uns da getoucht haben. Unerhört. Das war regelwidrig. Lass dich wieder um einen Platz zurückfallen. Und Platz 14 einfach nach dem Start. Junge, 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 was ein wilder Start schon mal. P13 aktuell. Ja, die ganzen Anbremspunkte aus Training und Quali sind jetzt natürlich obsolet. Das können wir alles nochmal neu üben jetzt während des Rennens. Boah, das wird ein schweres Rennen, ey. Das wird richtig schwer. Platz 13 aktuell. Es gibt kein DRS, das heißt auch das Überholen wird eine Challenge für sich.
Oh mein Gott! Sorry, das war echt assi. Aber wir müssen ja pushen. Zustand des Autos. Wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Die Reifen sind noch in gutem Zustand. Ah, oh, Frontflügelschaden, das ist nicht gut. Das spielt uns natürlich nicht gerade in die Karten. Wetterbericht. Wir rechnen in ungefähr 5 Minuten mit einem Ende der Regenfälle. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Okay, es könnte sein, dass wir doch einen Stop machen heute. Jetzt würde es sich natürlich wieder anbieten, wo wir Flügelprobleme haben. Ich merke den Flügelschaden auf jeden Fall. Ich hoffe nur, wir können trotzdem irgendwie mit den vorderen mithalten. Optimal ist es natürlich nicht. Startphase war ein bisschen zu wild. Fürs eigene Wohl. Boah, jetzt werden wir rausgetragen, ey. Und hier leider auch. Das ist halt, wenn der Flügel Probleme hat. Aber wir können uns zumindest mal gegen Danny Ricciardo wehren. Platz 11 aktuell. Wir sind nicht so weit weg von den Punkten. Pierre Gasly ist da vor uns und Lewis Hamilton hat es auch in die Punkteränge geschafft erstmal. Oh, Ricciardo neben uns. Uff, 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 uff. Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 6,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Er ist auf Rang 4. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 44,3. Ja, ihr seht es aber, was den Sprit angeht. Ne? Wir sind schon bei 0,3 Runden. Also das, die Rechnung geht auf. Wir haben hier ein relativ leichtes Auto dementsprechend natürlich. Aber das mit dem Frontflügel ist natürlich eine Katastrophe jetzt ein bisschen. Auch wenn es nur ein geringfügiger Schaden ist. Die Strecke wird bald wieder trocken sein. Achte darauf, dass du deine Reifen nicht abfährst. Kostet das natürlich irre viel Zeit. Sieht jetzt nicht unbedingt so aus, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir gerade hinter Pierre Gasly herfahren. Der fährt hinter Hamilton und auch der hat natürlich mit Tsunoda ein relativ langsames Auto vor sich. Das sind natürlich alles Sachen, die uns jetzt eher begünstigen. Also eigentlich sind weder der Alpha Tauri noch der Aston Martin Autos, mit denen wir groß konkurrieren sollten. Ihr seht es ja, wir haben ja Probleme, an die ranzukommen. Daher schwierige Situation. Jetzt versucht Danny Ricciardo hier auf der Geraden. Kommt aber nicht vorbei, weil der Top Speed... Oh, wobei, jetzt kommt er dann doch nochmal, wo ich das ERS deaktiviert habe. Kam er doch nochmal näher. Versucht das hier irgendwie jede Runde. Und jede Runde merkt dann hier, dass ich in der Innenbahn bin und er nicht vorbeikommt. Doof gelaufen. So, wir versuchen an Gasly ranzukommen nach wie vor. Sie spät gebremst. Wie sie spät gebremst. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Aber er macht auch schon wieder komische Aussagen. Ey, es regnet die ganze Zeit, die Strecke ist nass und er redet von Reifenwechseln. Was für die Situation ist nicht perfekt, Junge? Also wenn wir auf irgendwelche Reifen wechseln, dann doch eher auf Wets als auf Trockenreifen. Es ist doch nass. Und es regnet ja immer noch, also... Was für Trockenreifen? Ich verstehe das nicht, wirklich.
Okay, wir kommen minimal an Gasly näher. Ran will ich noch gar nicht sagen. Wir sind schon sehr, sehr weit weg. Aber wir waren offenbar die Runde relativ schnell, denn Ricardo! Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie. Wir haben. Ja, jetzt muss ich die Rückblende nehmen. Es tut mir ja echt leid, ne? Ich wollte gerade sagen, der Ricardo kommt nicht näher. Ich habe definitiv zu spät gebremst, habe dann versucht, mit einem Überholmanöver das Ganze noch zu retten, aber das hat natürlich nicht geklappt. Wie man deutlich gesehen hat. Also eine Rückblende haben wir jetzt in der Tasche. Tut mir leid, ist jetzt halt so. Aber wir sind jetzt näher dran an Pierre Gasly. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also vor Tsunoda ist auf jeden Fall jeder und alles schon weg. Da werden wir niemanden mehr einholen. Aber hier die Gruppe vor uns können wir eventuell noch kriegen. Also Gasly ist nicht wirklich schnell unterwegs. Hamilton halt auch nicht. Ist jetzt auch nicht so, dass der dicht an Tsunoda dran wäre. Aber Yuki Tsunoda fährt auch nicht wirklich schnell. Also die können wir alle drei theoretisch noch kaschen. Alles, was davor passiert, ist definitiv zu weit weg. Da werden wir niemanden mehr kriegen. Ah, jetzt muss ich da wieder vom Gas gehen, wegen dem Flügelschaden. Aber jetzt vielleicht. Windschatten dürften wir kriegen auf die Entfernung. Ich lasse jetzt eher erstmal an, die komplette Gerade. Oh nein, was macht er denn? Warum zieht Gasly da nach rechts? Er ist doch jetzt nach rechts gezogen, oder sehe ich das falsch? Was macht er da? Er fährt hier, sieht wahrscheinlich, dass ich jetzt komme und zieht jetzt nach rechts. Wir können gerne nochmal die Kamera ändern. Warum zieht er hier nach rechts? Ich habe meine Linie gehalten, ohne Scheiß. Aber Gasly zieht leicht nach rechts. Und verursacht damit eine Kollision. Warum macht er das? Was soll das? Soll das Kampflinie sein, oder? Also, what the hell, ey. Und genau deswegen habe ich halt die Rückblende nicht komplett deaktiviert. Bei dir sieht das so einfach aus. Weil das halt einfach nur stumpfsinnig. Und keine Ahnung, was das soll. Ganz ehrlich. Oh, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 9,3. 9. Ja, okay, Runden, jetzt sind wir bei minus 0,11 Runden, was den Sprit angeht. Und wir sind Stand jetzt in den Punkten immerhin, auf Rang 10. Natürlich nicht optimal, aber hey. Ich habe gerade aus Versehen das ERS angelassen. Beziehungsweise eigentlich müsste man ja richtigerweise sagen, den ERS-Abruf. Weil ERS ist ja nur das Energiegewinnungssystem quasi. Das ist ja immer an. Aber halt das. Ich habe die Energie aus dem System abgerufen. Das habe ich angelassen. Egal, ihr wisst, was ich meine, denke ich. Verstappen fährt da vorne schnellste Runde um schnellste Runde. Wahnsinn.
So, was den Sprit angeht, sind wir gleich wieder gut. Also da sieht alles okay aus. Das ist sehr gut. Nicht gut gefahren. Wir sind ungefähr bei der Hälfte. 7 von 14 Runden sind absolviert. Wir haben Frontflügelschaden, der bremst uns immens. Und was die Wettersituation angeht, weiß ich nicht. Ich sehe jetzt aktuell keinen Regen mehr. Das heißt, eventuell hat Jeff recht und es hört wirklich auf zu regnen. Wetterbericht, Jeff. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Wir wissen nicht, ob Trockenreifen oder Intermediates gerade besser sind. Wetterbericht, Jeff. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Wir sind gerade in einer Zwischenphase. Trockenreifen und Intermediates könnten beide passen. Nee, ihr wisst ja, ich mache das ja immer doppelt, weil manchmal sagt er so, manchmal so. Und nur wenn du zweimal die gleiche Aussage von Jeff kriegst, dann kannst du dir sicher sein, dass es auch wirklich so ist, wie er sagt. Ja, schwierig jetzt. Ich muss mal kurz anders hinsetzen. Ah, schwierig, schwierig, Alter. Wirklich schwierig. Was machen wir? Also ich würde sagen, wir bleiben natürlich erstmal auf den Intermediates. Denn Stand jetzt lohnt es sich ja eh nicht, auf die Trockenreifen zu wechseln. Die Strecke ist noch deutlich zu nass für solche Spirenzchen. Die Frage ist nur, wenn die Strecke jetzt abtrocknen sollte und es wird wirklich besser, auf Trockenreifen zu gehen, was machen wir dann? Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Ja, vorausgesetzt. Oder voraussichtlich. Das Ding ist, normalerweise bin ich ja in so Situationen immer dafür, durchzufahren. Außer letztes Jahr in den Niederlanden, aber ich habe meinen Fehler. Ich habe aus meinem Fehler gelernt. Ich glaube, wären wir da damals einfach durchgefahren, hätten wir Punkte bekommen. DRS wird aktiviert, nice. Da muss ich jetzt ins DRS-Fenster von Hamilton kommen, das wäre gut. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Das Ding ist, wie gesagt, also auf der einen Seite durchfahren mit den Reifen ist natürlich möglich. Die Frage ist halt, ob es sinnvoll ist, denn wenn es... Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Denn wenn es halt wirklich komplett abtrocknet, dann sind die Intermediates erstens nicht mehr die schnellsten Reifen und zweitens werden die sich natürlich unfassbar schnell abnutzen. Alles klar. Ich bestätige erstmal. Trotzdem sind wir natürlich jetzt auf Rang 10. Und wenn wir es schaffen wollen, nochmal weiter nach vorne zu kommen, vielleicht weiter nach vorne zu kommen, dann wäre es eigentlich schon die einzige Möglichkeit zu sagen, hey, wir bleiben auf den Intermediates, wir fahren jetzt durch. Allerdings gibt es einen Haken und dieser Haken ist, dass wir einen Frühlügeschaden haben. Und der könnte in der Box repariert werden. So, jetzt gehen wir vorbei an Hamilton, hoffentlich auch nachhaltig. Ach, offenbar nicht. Oh, Hamilton, Alter. Robert ist an der Box, Robert an der Box. Jo, danke. Also wir fahren nochmal eine Runde, genauso wie auch hinter uns Gasly. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Ne, also wie gesagt, das ist halt der Grund, warum ich sage, okay, vielleicht bleiben wir halt doch nicht draußen. Denn wir haben Flügelschaden und können einfach nicht mehr schnell fahren. Und wenn es jetzt wirklich trocken wird, es sind noch 5 Runden. Die Strecke ist noch nass. Hier, Reifenstatus. Okay, bei der rutschigen Strecke könnte es zwar riskant sein, aber wir glauben, dass du auf Slicks jetzt schneller bist. Wenn du meinst, dass du sie sicher fahren kannst, sollten wir wechseln. Reifenstatus. Gut, in der Box sind wir uns einig, dass jetzt ein Wechsel auf Slicks ansteht. Es wird zwar rutschig werden, aber wahrscheinlich auch schneller. Alter, Verstappen! Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Habt ihr gesehen, wie Verstappen gerade uns vorbeigezogen ist? Ach du liebe Zeit. Und der ist ja davor noch an Gasly vorbeigezogen. Der hat uns ja beide nur so aufgeschnupft.
Hilfe. Nicht gut. Gib mir bitte DRS, mach keinen Scheiß. Oh, nee. Okay, konzentrier dich. Ärgerlich. Ja. Junge, hör auf damit. Schon wieder so rechts ausgeschert. Ja, wir müssen wechseln. Guck mal, Leclerc macht auch easy Kleinholz aus uns. Junge, Junge, Junge. Ah, nein, ich mach den Hamilton. Okay, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ja, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Trockenreifen, ich weiß. Oh, ich hab den Hamilton gemacht. Nein. Ja, es ist natürlich am es ist schon besser, wenn wir wechseln. Dann sind wir wieder schneller. Flügel können wir auch wechseln. Die letzten vier Runden gehen wir dann schneller durch. Aber wir verlieren halt Zeit, ne? Aber auf Inters hätten wir keine Chance gehabt. Jetzt könnte natürlich das mit dem Benzin nochmal ein Problem werden, eventuell. Man verliert halt circa 5 Sekunden. Damit haben wir unsere Strategie durch. Es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Man verliert halt circa 5 Sekunden, wenn der Flügel gewechselt wird, ungefähr. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Boah, und die sind alle schon auf Trockenreifen. Ich glaube, wir sind richtig da durchgepeitscht durch diese Strategie, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt so schnell sind, dass wir uns hier noch vorfahren auf Rang 10 oder so. Wir haben richtig viel Zeit verloren. Einmal, weil wir natürlich geschlichen sind ohne Ende, weil wir eine Runde länger draußen waren. Und einmal wegen dem Flügelschaden und dem damit verbundenen Reparaturservice. Oh Junge, oh Junge. Das ist wirklich alles andere als optimal. Guan Yu Zhu ist aktuell mit der... Guan Yu Zhu war aktuell mit der schnellsten Rennrunde unterwegs und das auf Mediums. Absolut wild. Aber Verstappen hat dem jetzt ein Ende gesetzt. Oh Mann, Junge. Oh Mann. Also wir sind 2,6 Sekunden hinter Giovinazzi. Status Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 31,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 Weichenreifen. Er ist auf Rang 4. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,34,0. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 30,6 Sekunden. Also, wir waren gerade mit einem lila letzten Sektor unterwegs. Also, schnellste Zeit im letzten Sektor von allen Fahrern. Ich würde das jetzt mal so interpretieren, dass kaum jemand außer uns, wahrscheinlich gar keiner, mit so wenig Flügel unterwegs ist wie wir, vermute ich mal. Und dass sie deshalb in den kurvigen Passagen hier am Anfang und in der Mitte schneller sind als wir. Wir dafür auf der Geraden mehr Überschuss haben. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie noch in die Punkte fahren. Verstappen fährt jetzt eine schnellste Rennrunde nach der anderen. Jetzt Perez. Also die Red Bull wieder in ihrer eigenen Liga, muss man sagen. P15, Guan Yu jetzt vor uns. Der ist etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Sie, der ist mit seinen gelben Reifen natürlich komplett lost. Da kommen wir easy vorbei an Guan Yu Zhu.
unserem Ex-Teamkollegen. Aber jetzt sind es halt 6 Sekunden auf Pierre Gasly und George Russell. Also das Ding, wenn hier kein Safety Car kommt, dürfte das eigentlich schon durch sein. Eieieiei, Gasly vorbei an Russell. Ich finde es echt interessant, was die Rennleitung hier alles durchgehen lässt. Ich habe ganz klar die Kurve geschnitten, interessiert die Rennleitung nicht. Schnellste Rennrunde. Kannst du das wiederholen? Oh, wir hören dich. Mann. Nicht. Sowas nicht? Das habe ich nicht verstanden. Doch, hier. Bitte. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 31,3. Also eine Sekunde schneller als unsere schnellste. Junge, 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 diese Red Bulls. Wow. Ja, und nochmal schneller. Alter. Puh, aber gut. Ganz ehrlich, wir haben es letzte Saison am eigenen Leib gemerkt. Da waren wir im Aston Martin teilweise in einem der schnellsten Autos unterwegs. Haben dann aber während der Saison feststellen müssen, dass wir ganz schön an Power verlieren. Also, es muss nichts heißen. Red Bull scheint bis jetzt natürlich absolut übermächtig. Aber wie gesagt, das muss nichts heißen, kann sich alles noch ändern. Letzte Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, reicht doch. Ja, so wie es aussieht, werden wir nicht mal an George Russell rankommen. Obwohl der aus irgendwelchen Gründen mit gelben Reifen unterwegs ist. Ich weiß auch nicht, was sich die Fahrer gedacht haben. Wegen 4-5 Runden nochmal die gelben aufzuziehen. Also das lohnt sich halt überhaupt nicht. Ja, Verstappen gewinnt. Was soll ich euch sagen, Leute? Es sind absolute Red Bull-Festspiele bisher. Wir haben keinen Stich. Landen hier deutlich abgeschlagen auf einem 14. Platz. Und holen eine 0. Einfach eine komplette 0. Das ist hart. Erster großer Dämpfer. Nach dem kleinen Dämpfer in Bahrain, was die Titelambitionen angeht. Bislang scheint Red Bull absolut übermächtig zu sein, ey. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Die Sieger des großen Preises von China stehen fest und es war eine Leistung, auf die man stolz sein kann. Sag mir, Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen.
Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen geliefert. Glückwunsch an das gesamte Team. Max Verstappen übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Fahrerwelt. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Red Bull zieht in der Rangliste weiter davon. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für Sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Und damit geht ein weiteres Formel-1-Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, Memo an mein Vergangenheits-Ich. Ich möchte mich nie wieder darüber beschwert haben, dass Mercedes auf dem Podium steht und es immer das Gleiche ist. Heute würde ich mir wünschen, dass ein Mercedes auf dem Podium steht. Max Verstappen gewinnt den großen Preis von China samt schnellster Rennrunde. Zweiter wird Sergio Perez und dritter Charles Leclerc im Ferrari. Auf Rang 4 der erste Mercedes, Robert Schwarzmann mit einer soliden Leistung immerhin. Dann Lando Norris auf 5, gefolgt von Carlos Sainz und Sebastian Vettel. Tsunoda auf 8, 9. Hamilton, 10. Ocon. Daniel Ricciardo auf Rang 11, gefolgt von Gasly, Russell und Sebastian Vettel heute auf einem enttäuschenden 14. Rang. Dahinter der Mann mit dem Heimrennen heute, Guan Yu Zhou, 15. geworden, Giovinazzi auf 16, Aitken auf 17, gefolgt von Stroll, Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Wir gehen auf die Rangliste direkt. Verstappen jetzt also mit 44 Punkten, damit punktgleich mit Sergio Perez. Beide haben ein Rennen gewonnen, samt schnellster Rennrunde und sind einmal Zweiter geworden, ohne schnellste Rennrunde. Dementsprechend gleiche Punktzahl für die beiden Red Bull, die hier im Gleichschritt vorne weg marschieren. Dritter jetzt Charles Leclerc mit 25 Punkten, dann Lando Norris mit 16, genauso wie Carlos Sainz. Sebastian Vettel mit 15 Punkten dabei, dann Ricciardo und Schwarzmann mit 12, Vettel hat 10, Tsunoda 4, Ocon 3, Hamilton mit seinen ersten beiden Punkten und Gasly 1 Punkt. Noch punktlos sind die beiden Williams, Russell und Aitken, die beiden Romeo, Alfa Romeo, Giovinazzi und Stroll, Guan Yu Zhou und auch die beiden Haas, Schumacher und Mazepin. In der Konstrukteurswelt damit Red Bull weiterhin vorne, 47 Punkte jetzt Vorsprung auf Ferrari und McLaren, jetzt in dieser Reihenfolge. Mercedes mit einem Punkt hinter McLaren, auf Platz 5 Alpine und dann Alfa Tauri und Aston Martin immerhin mit ein paar Pünktchen, gefolgt von Williams, Alfa Romeo und Haas, die noch keine Punkte haben. Tja, was soll ich sagen zu diesem Rennen? Es gibt nicht viel zu sagen, wir schauen uns die Highlights an, aber auch da gibt es nicht viel zu sehen aus unserer Sicht. Es war einfach kein gutes Rennen, das muss man einfach so sagen. Mehrere Zusammenstöße mit Daniel Ricciardo in der Anfangsphase des Rennens haben dazu geführt, dass ein Flügelschaden am Auto war, der uns einfach sehr viel Zeit gekostet hat. Und dann hat es natürlich vor allen Dingen auch nochmal viel Zeit gekostet, dass wir eine Runde länger draußen waren auf den Intermediates als unser Teamkollege, was aber natürlich auch daran lag, dass wir weiter hinten waren. Mercedes dann logischerweise gesagt hat, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und natürlich haben sie dann Robert Schwarzmann als Ersten in die Box gerufen und uns dann eben erst im Nachhinein. Ja, dass sowas als illegales Überholmanöver gilt, finde ich, ist halt absolut witzlos. Daniel Ricciardo pusht uns da von der Strecke und wir müssen außerhalb der Strecke überholen. Es geht nicht anders, weil uns einfach kein Platz gelassen wurde. Und dass das Team dann sagt, ja hier, oder dass die Rennleitung dann sagt, ja hier, das war jetzt aber illegal. Das ist schon einfach nur lächerlich. Und da kann ich nur mit den Argumenten vieler Formel 1-Fans argumentieren. Leute, wenn ihr nicht wollt, dass man außenrum überholen kann, außerhalb der Strecke, dann macht halt ein Kiesbett oder eine Wiese hin, dann funktioniert das nicht. Stattdessen hat man halt überall diese Asphalt- oder Stoffflächen,
sage ich mal, auf denen du halt außen überholen kannst. Ja, und dann macht man das halt. Ja. Vor allen Dingen, wenn man halt, wie gesagt, notgedrungen rausgedrängt wird. Also ich finde diese Regelung absolut blöd. Jetzt haben wir hier eine DRS-Zone oder eine DRS-Zeitlupe, wo wir wahrscheinlich jemanden überholt haben. I guess. Ja, es war gegen Giovinazzi. Dann schon eben nach dem Boxenstopp. Da musste ich Guan Yu Zhou ausweichen, deshalb konnte Giovinazzi ja fast nochmal kontern. Aber wir haben dann hier in der Kurve Richtung Start und Ziel den Platz verteidigt. Ja, es war kein besonderes Rennen. Fertig aus. Es war einfach nicht gut heute. Ich bin natürlich glücklich, dass wir an Guan Yu Zhou und an Giovinazzi vorbeikamen. Aber es sind halt auch nicht die Konkurrenten, gegen die wir fahren wollen. Und dass uns dann so Leute wie Russell oder wie Gasly komplett wegfahren, das ist halt alles andere als zufriedenstellend. Und dass wir heute 0 Punkte geholt haben, ist ganz klar ein Riesenrückschritt in Sachen WM. Und wir müssen schauen, dass wir solche Sachen abstellen, wenn wir Weltmeister werden wollen. Es ist davon auszugehen, dass Max Verstappen und Sergio Perez beide mal ein DNF in der Saison haben werden, wo sie auch keine Punkte holen, natürlich. Wir hatten bislang noch gar kein DNF, zumindest kein technisch bedingtes. Wenn, dann war es halt ich und meine Doofheit, ja. Von daher können wir davon ausgehen, dass die beiden Red Bull jeweils ein DNF haben werden, das wir nicht haben werden. Aber klar ist auch, das ist natürlich jetzt schon mal ein herber Rückschlag in der WM. Und wir müssen ab jetzt schauen, dass wir jeden Punkt mitnehmen, den wir mitnehmen. Als nächstes kommen die großen Preise in Imola und in Portimao, also Emilia-Romagna und Portugal. Da wurden wir letzte Saison 6. bzw. 10. Das waren ordentliche Resultate in dem Aston Martin. Klar ist, wir müssen in Imola schon eine Reaktion zeigen und am besten das Rennen gewinnen. Denn nur mit 2., 3., 4. Plätzen wirst du halt auch keine Weltmeisterschaft holen. Ne? Das ist auch klar. So, wir haben 3000 Punkte für Forschung und Entwicklung. Schauen wir mal. Hier haben wir 2% Rabatt. Hier haben wir 1% Rabatt. Das ist natürlich nicht gerade viel. Hier sind es 10%. Könnten wir mitnehmen. Lohnt sich ja eigentlich. 3%. 3%. Nehmen wir doch hier die 10% mit, oder? Da haben wir immer noch Geld, um vielleicht noch was anderes zu machen. Klein, Motorleistung. Ein überarbeiteter Zylinderkopf ist nicht so anfällig für eine verfrühte Zündung des Treibstoffs, auch als Klopfen bekannt, und sorgt dafür, dass die Verbrennung des Motors kontrollierter verläuft, wodurch die Leistung gesteigert wird. Klingt geil. Fehlschlagsrate ist bei 35%, aber dann hätten wir es vor Imola. Nehmer. Ich hoffe, das klappt trotz der etwas erhöhten Fehlschlagrate. Und jetzt haben wir noch 1800 Punkte und jetzt überlege ich mir, wo wir die reinstecken. Hier könnten wir sie reinstecken, hier könnten wir sie reinstecken, also in die Zuverlässigkeit, in die Strapazierfähigkeit oder ins, was war das andere, Antrieb, glaube ich, ne? Aerodynamik können wir nichts machen. Hier, Chassis könnten wir machen und Strapazierfähigkeit, nicht Zuverlässigkeit. Chassis, verstärkte Hydraulikleitungen. Das ist eine kleine Sache, kleine Bremsen. Verstärkte Hydraulikleitungen, nicht Leistungen, halten höheren hydraulischen Druck aus, wodurch die Bremsleistung erhöht wird. Machen wir auch schnell, ist eine höhere Fehlschlagsrate, aber wir hätten es vor Imola. Das wäre schon geil. Wir müssen halt schauen, dass wir Dinge tun, um an Red Bull ranzukommen. Und wichtig ist auch, dass wir dann beim nächsten Rennwochenende wirklich alle 3 Trainingssessions machen. Ich musste ja nicht selbst fahren, aber dass wir die halt, wie gesagt, zumindest mal simulieren, damit wir möglichst viele Entwicklungspunkte mitkriegen. Denn wir müssen natürlich nicht nur fahrerisch durch die neuen Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Der Zylinderkopf ist fehlgeschlagen. Ah, es kostet jetzt natürlich nochmal extra. Ja gut, dann machen wir es trotzdem, oder? Können wir irgendwas für 1100 machen? Für 1100. Wahrscheinlich nicht, ne? Nope. Ja, dann komm, mach den Zylinderkopf nochmal. Dann wird es halt nach Imola, ist halt so. Ja, und wie gesagt, wir müssen dann in der nächsten Saison unbedingt in der nächsten Session unbedingt die ganzen Trainings machen, damit wir möglichst viele Ressourcenpunkte kriegen.
Eieiei, es wird ein schwerer Kampf mit Red Bull. Das wird ein richtig schwerer Kampf, die Saison. Aber die Saison ist noch lang. Wir haben gerade mal 2 Rennen gesehen. 21 liegen noch vor uns. Insofern genug Zeit, um noch Punkte gegen Red Bull gut zu machen. Aber klar ist, wir sollten im nächsten Grand Prix damit starten, und zwar in Imola. Von daher, das ist nochmal der Stand in der WM und in der KWM. Wir müssen ordentlich was tun, das ist gar keine Frage. Ja, und dann sagen wir, sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier bei F1 2021. Schön, dass ihr dabei gewesen seid, und macht's gut. Ciao, sagt euer Fritte.